Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Vor Kundgebung am Hambacher Forst. Tausende werden heute zu der Demonstration gegen Braunkohle und für Klimaschutz erwartet. Umweltschützer hatten gestern einen Erfolg vor dem Oberverwaltungsgericht Münster errungen. Die Richter ordneten einen vorläufigen Rodungsstopp an, bis über eine Klage des BUND entschieden ist. Vorsitzender der Jungen Union im Amt bestätigt. Paul Ziemiak bekam auf dem Deutschlandtag des Unionsnachwuchses gut 91% der delegierten Stimmen. Ziemiak hatte zuvor das Erscheinungsbild der Großen Koalition kritisiert. Kanzlerin Merkel wird am Vormittag als CDU-Vorsitzende auf dem Treffen in Kiel sprechen. Seehofer weist Verantwortung für vergleichsweise schlechte Umfragewerte der CSU zurück. Er habe sich in den letzten Monaten nicht in die Wahlkampfführung eingemischt, sagte er der Süddeutschen Zeitung gut eine Woche vor der Wahl in Bayern. CSU-Ministerpräsident Söder hatte zuvor die Berliner Politik mitverantwortlich gemacht. Ernennung von Kavanaugh zum Richter am Supreme Court trotz Vorwürfen des sexuellen Übergriffs scheint wahrscheinlich. Zwei entscheidende Senatoren signalisierten Unterstützung. Die republikanische Politikerin Collins will für Kavanaugh stimmen, ebenso der demokratische Senator Manchin. Die Abstimmung dürfte heute stattfinden. Werder Bremen gewinnt zu Hause gegen den VfL Wolfsburg mit 2:0 zum Auftakt des 7. Spieltages in der Fußball-Bundesliga. Die Tore erzielten Klaassen und Eggestein. Die Bremer klettern damit vorerst auf den 2. Tabellenplatz. Das Wetter? Nach Auflösung von Nebelfeldern sonnig, nur im Südosten und in Richtung Nordsee wolkiger und örtlich etwas Regen. 15 bis 27 Grad. Die nächste Tagesschau sehen Sie um 9:50 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.